gerade. Markant. Es geht ja nun voran. Wie sind Sie vielleicht, erste Frage, erstmal zufrieden jetzt hier mit den Abrissarbeiten, die es vorangeht? Ja, ich bin erstmal froh, dass heute Morgen wirklich der Bagger dann angereist ist und um 6 Uhr mit den Abrissarbeiten begonnen werden konnte. So wie ich jetzt in der Zwischenzeit informiert worden bin, läuft das auch ganz planmäßig. Deswegen bin ich jetzt nochmal vor Ort, um mir die Details anzusehen, um auch dann mit der Polizei abstimmen zu können, wie lange wir hier die Sperrung noch aufrechterhalten müssen. Es gibt ja von Seiten des Eigentümers, sagen wir mal, so einen Vorwurf, ja, das Ganze wäre überzogen. Und warum ist es eben nicht überzogen? Was sagen Sie, warum lassen Sie hier abreißen? Also zum einen ist erstmal der Ausgangspunkt Sonnabend gewesen, dass die eine Giebelwand herausgenommen worden ist und Stahlträger außen vorgelagert waren, sodass andere den Eindruck haben mussten, dass hier was eingebrochen ist, zusammengefallen ist. Und daraufhin sind die Einsatzkräfte vor Ort gewesen, es sind Statiker vor Ort gewesen und die Statiker, alle, die wir rangeholt haben, haben bestätigt, dass hier die notwendige Versteifung nicht mehr gegeben ist, dass bei stärkerer Windlast auf jeden Fall eine Gefährdung vorhanden ist. Und deswegen mussten wir handeln. Endlich das Thema Sprengen zur Debatte. Warum ist es nun doch nicht passiert und es wird ganz konventionell sozusagen hier alles abgerissen? Ja. Am Sonntag, zu dem Zeitpunkt, als die Sprengung ins Auge gefasst worden ist, bestand eine Sturmwarnung, war hier eine akute Gefahr da gewesen. Die Einsatzkräfte vom THW, die dann vor Ort waren, um die Sprengung vorzubereiten, mussten dann aber feststellen, dass das ganze Umfeld hier auch gefährdet gewesen wäre. Das Element oder das Gebäude der alten Hydraulik und auch im größeren Umfang von 1000 Meter hätten müssen Evakuierung vorgenommen werden und deswegen wurde dann entschieden, weil auch die Wetterlage freundlicher sich gestaltet hatte, dass wir doch mit dem normalen Abriss das dann so durchführen. Vielleicht noch mal einiges zur Hafermühle. Das Gebäude, wie lange steht das schon leer und was soll jetzt hier mit dem ganzen Gelände geschehen? Das ist ja schon ewig eine Brache, ne? Das ist richtig. Seit in den 90er Jahren teilweise noch als Teppichlager, Getränkelager mit genutzt wurden. Ist es aber dann seit Jahren schon im Leerstand gewesen. Und außer dem, was der jetzige Eigentümer hat, also vor, im Außenbereich Ferienwohnungen zu schaffen, eine Gaststätte mit Fischangebot zu gestalten und auch in dem vorderen Gebäude, was hier noch stehen bleiben wird, da Wohnungen und Gebrauchtwarenhandel einzurichten. Die B170 ist gesperrt. Wie schwerwiegend sind die Auswirkungen hier? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Berufspendler und Fahrer hier schon ihren Ärger haben, wenn sie über Reichstätt fahren müssen. Aber ansonsten hat es keine verkehrstechnischen Probleme gegeben.